Ja, schön, dass du eingeschalten hast. Heute seht ihr ein Unboxing. Tja, könnt ihr euch vorstellen, was das für ein Bild ist? Yay, ich habe auch die neue Verpackung von Diamond Art Club. Ach, ich habe das jetzt gesehen bei Käthe. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Naja, vielleicht komme ich gleich noch auf den Namen. Und ich hatte ein Bild bestellt, nämlich das Bild hatte ich bestellen wollen und das war innerhalb von einer Stunde weg gewesen. Und dann habe ich gewartet, bis es wieder kam und in der Zeit war eben, habe ich andere Unboxings gesehen, die jetzt diese neue Verpackung haben. Und dann habe ich gedacht, bitte, bitte, lieber Gott, mache es so, dass ich auch eine neue Verpackung kriege, denn das wird jetzt sensationell. Ich sag's euch, sensationell. Ja, kann man nur sagen, wow, wow, wow. Das erste Tolle ist, dass man hier auf der Verpackung gleich das Bild sieht. Und auch andere Informationen. Queen of the Night 54 mal 73. Ich sage mal, das ist noch eine schöne normale Größe. Dann haben wir hier wieder, oder das ist genauso, dass es eckige Steine sind. Und dann steht unten all-inklusiv. Ja, ich hoffe, dass die Getränke auch all-inklusiv sind. Das ist die erste Erneuerung. Also ein super schönen Karton. Und wir haben hier natürlich auch Informationen drauf zu stehen. 63 Farben, 4x AB-Steine, 2 Feridas und insgesamt sind es schlappe 64.232 Steine. So, was natürlich absolut genial ist. Wir haben hier jetzt unten auch das Bild. Ja, wenn wir es wegräumen, dann. Ach, und das ist hier. Ich weiß nicht, ob ihr das seht, wie das hier glitzert und schimmert. Hier steht alles genau drauf, was wir zu machen haben. Ja, ich hoffe, dass alle jetzt dieses neue Format bekommen. Und wir machen mal die Kiste auf. Oh, ich bin ja schon so aufgeregt. Das ist wieder ein Bild aus, tja, aus einer Reihe, die ich so gern liebe, nämlich den Mond in Verbindung mit verschiedenen Menschen, sag ich mal, oder Götter. So, und jetzt kommt's. Schaut mal. Schaut mal, schaut mal, schaut mal. Ist das nicht irre? Ich habe jetzt ein extra Fach für mein Toolkit. Guckt mal, das kann man rausnehmen. Das liegt jetzt also oben drauf. So. Ja, den Karton kann man bestimmt auch noch gebrauchen. Dann haben wir ein Buch. Na, mal gucken, was hier drin ist. Queen of. Oh, ein Stickerbuch. Ach, ist das süß. Hier mit dem kleinen Sticker, die ganzen Farben und Symbole. Und hier habe ich auch noch mal, sind alles Stickers. Das ist jetzt extra hier verpackt. Wahnsinn, hä? Das ist schön. Dann liegt das nicht mehr drin rum und ja, und kann vielleicht eventuell knicken. So, das ist der ganze Karton. Großer, stabiler Karton. Den ersten werde ich natürlich aufheben. Oh, wie das so ist. Ja, jetzt Toolkit. Das ist ja die Neuheit bei. Wartet mal, ich muss noch mal schnell gucken, ob hier noch was drin ist.
Ja, hier sind noch ein paar Erklärungen drin, Tipps und Tricks und so weiter. Ja, wer Lust hat, kann sich das Safe für die App. Und wer das erste Mal bestellt, bekommt 20%. So, jetzt geht's aber los. Das neue Toolkit. Durchsichtige Tüte. Tada! Ich mach mal auf. Was haben wir hier? Tüten mit einer Tüte. Dann haben wir hier, das habe ich schon mitbekommen, das ist so ein Patty. Dafür ist bestimmt der Stift dann geeignet. Nee, falsch rum gemacht, gedreht. So, jetzt mache ich erstmal. So, was ist das Besondere an diesem Stift? Das Besondere an diesem Stift ist, dass hier schon Patty drin ist. Nochmal. Oh ja, das seht ihr. Und hinten haben wir ja Vierer oder Fünfer Aufsatz. Ich denke eher Fünfer Aufsatz. Das probieren wir natürlich bei der Pinning-Probe. Ist ja klar, aber wie man das dann nachfüllt, muss man das hier nachfüllen? Naja, das wird ja irgendwo geschrieben stehen. So. Also, Patty ist schon drin. Oder Wachs. Dann haben wir. Oh, ich muss mal gucken, ob ich hier das sehe. Siemer-Aufsatz, wie immer. Hier ist nochmal das Patty. Ne? Und wir haben ein neues Schiffchen. Mit Deckel. Ist das irre oder ist das irre? Und natürlich auch hier vorne, schaut mal, ein Verschluss, Nupsi. Dann kommt das oberste Teil drauf und hier mit Rand. Ja. Also, was braucht man mehr? Das war jetzt. Es gibt keine Pinzette mehr. Na, bloß gut. Ich habe schon 180 Pinzetten. Und es gibt, ja, so wie ich gesehen habe, jetzt bei mir kein Wachs mehr. Du sollst also diesen Stift nehmen. Aber was mache ich dann hier hinten rein? Auch ein Patty? Ja, da schauen wir mal, wie es geht. Ja, das ist ja irre. Das ist ein Träumchen, würde ich mal sagen. 63 Farben. So, das lege ich mal alles hin. Ach, so, guckt mal hier, ist sogar, da steht sogar der Name drauf. Diamond Art Club. Mit dem Logo. Na gut. Das war Nummer 1. Jetzt kommt Nummer 2. Nummer 2 ist das Bild, weswegen ich es ja eigentlich bestellt habe. Ich habe ja nicht gewusst, dass das auch schon zu der neuen Verpackung dazu zählt. Ältere Bilder, die praktisch schon mal draußen waren. Ich habe echt gedacht, das sind jetzt nur die neuen, aber die scheinen wirklich umgestiegen zu sein. Machen wir mal so rum. Ja, hier haben wir auch noch mal alle Erklärungen drauf. So wie immer, die Leinwand ist wie immer. Aber die Steine sind immer noch hier in dieser Verpackung. Also, die AC, wenn ihr die Steine hier noch in Zipptüten macht, dann seid ihr der Mercedes. Ich mach mal hier hinten. Es legt sich auch gleich glatt. Also, das ist hier, durch die Kamera ist ja ein Träumchen. Wir haben links und rechts die Legende.
Wenn ich das so sehe, habe ich einen blauen Set und ein gelbes Set. Und dann 4 AB-Steine. Supi. So. Und was das Allerschönste ist, die Folie. Die ist ja jetzt auch stärker. Und weiß nicht, ob ihr das so seht, wenn ich das hier mal so vorperforiert. Das heißt, ich kann mir also immer Stück für Stück abmachen hier. Und das dann auch painten. Und das wirklich Schöne daran ist, man sieht auch das andere hier, was dann dazu gehört. Wenn man sich das nämlich alles voll klebt, dann ist ja irgendwann, sieht man ja nicht mehr, was noch kommt. Und so ist das wirklich, sieht man auch das gesamte Bild. Ich habe mal die Steine ausgepackt, damit das nicht so dolle knistert. Wir haben jetzt also hier diese Schlangen und wir haben viel dunkle Farben, ist ja klar. Ist ja Mond. Der Mond, der Mond, der Mond. Also 9, 3, 8 ist auch super viel da. Sehe ich gerade, ne? Zwei. So. Braun, 8, 9, 8. 414 braun. Ich nehme es mal andersrum, da kann man es besser sehen. Oh, hier ist hier ist der erste AB-Stein. Guckt mal, man kann es auch nicht verwechseln. Jetzt ist ein Strich hier unten dran, falls es manchmal andersrum liegt. Und ich habe natürlich Hartsteine, ne? Und ich habe noch einen Koffer frei. Ach, was für ein Zufall. Oh. Ah, das funkelt auch. Das Blau ist die 101. Oh, schön. Schön, schön, schön. So, das sind die Tüten, wo hier nicht mehr viel drin sind. Das ist ein Z-Stein. Das heißt, da ist so ein Glanz drauf. Feridas. Hier haben wir noch mal einen AB-Stein in Gelb. Ach so, ich wollte andersrum machen. Kann man die Farben besser sehen. Also, DAC, falls ihr das sehen solltet. Bitte noch in Zipptüten und dann seid ihr der Knaller. Oh oh. Wollen wir mal zählen? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. Ich mach gleich mal hier eine. Ich schneide gleich mal hier ab. Zack. 7, 9, 3, 9. 7. Soll ich es nochmal buchstabieren? Braun, blau, blau, dunkelblau, braun und grau. Oh, Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, so wie ich sehe, ist gar keine 310 mit dabei. Ich gucke mal schnell. 310. Nee, nur die 300. Schaut euch das mal an. So ein paar helle Farben sind mit dabei, aber sind auch dunkle Farben mit dabei. Viel Braun. Die 898 ist braun. Wahnsinn. Wahnsinn. 63 Farben. Super schön. Super, super schön. AB-Steine sind nicht ganz so viele. Da müssen wir mal gucken. Oder ich gucke mal, wo sie drin sind. Das ist die 1, ist die 1. Sehe ich jetzt die 1? Nee. Die 3 sehe ich aber hier mit im Mond, im Gesicht. Da bin ich ja gespannt, wie das Gesicht rauskommt. Hier die Ohrringe. Ja, da ist die 2 mit dabei. Ist ja irre.
So, und die 4 noch irgendwo? Sehe ich irgendwo noch die 4? Nö. Nö, nö. Ach, hier ist noch die 1 mit dabei. Das geht ja gar nicht weg. Hier. Oh, ich freue mich schon. Ich freue mich schon auf den Mond. Und das ist auch das Erste, was ich pinden werde. Oh, jetzt muss ich aufpassen, dass die Steine nicht hier verloren gehen. Die ganzen Schlangen. So, mal gucken. Oh ja. Ich habe euch noch mal runtergeholt. Also die Lippe sieht ja toll aus. Die Königin der Nacht. Ich liebe das ja. Ich habe ja auch von Josephine Wall habe ich und dann habe ich noch ein, zwei Bilder. Und natürlich gestickt auch. Wir haben Zahlen hier, wir haben Symbole und Buchstaben. Aber nicht viel Buchstaben sehe ich schon. Und es ist auch alles durcheinander. Also es kommen nicht erst, also es kommen zuerst die Zahlen, aber dann eigentlich ist es ja immer, dass die Buchstaben kommen und dann die Symbole, aber wir haben hier alles durcheinander. So. Der Mond. Druck ist wie immer fantastisch. Da ist die 1 dabei, da ist die 3 dabei. Also, und die 2, also hier in den Haaren oder in der Krone, denke ich mal, dass das die Krone ist. Da sind die ganzen. Ah, jetzt. Und dann drehen wir das mal alles um. Übrigens liegt das Bild schon platt. Ist alles zu sehen. Ich könnte theoretisch auch schon anfangen mit Painten ohne Lightpad. Aber ich habe eigentlich gern das Lightpad immer unten drunter. So, und da wir ja hier diese schönen vorperforierten Folie haben, kann ich mir jetzt hier eine Stelle aussuchen. Das werde ich machen. Und im Anschluss gucken wir mal, wie es aussieht, wenn ich das anpinte. Bis gleich. Ich habe da mal was vorbereitet. Und zwar diesen Ausschnitt hier. Und wir werden natürlich auch das Schiffchen benutzen. Und das ist dann so schön. Ich kann das Schiffchen dann hier draufstellen, daneben, weil ist ja das andere ist ja alles zu. Ich habe jetzt hier die 101 als 1. Da können wir gleich mal gucken, wie die Steine liegen. Also, Träumchen, Träumchen, Träumchen. Die Tüte werde ich mir mal aufheben, weil ich das ja dann heute ja nicht alles verpinte. Die Steine. Naja, schaut mal. Was mir aber fehlt hier hinten. Hinten ist kein Stopp. So, und jetzt nehmen wir unseren Stift. Und dann werden wir gleich mal gucken, wie der so wirkt bei Abistein. Aufnehmen, super. Mal gucken, wie lange. So, ist so warm, das klebt hier alles wie verrückt. Habt das gehört? Klick. Super bei AB-Stein. Na, den werde ich gleich zur Seite legen, falls ich mal andere Steine setze oder andere Bilder. Oh, jetzt wird es hier schon ein bisschen breit. Bis hier rüber geht's. So.
Naja, kommt schon der erste raus hier, der erste Schmoller. Ja, mal gucken, wie es weitergeht. Da werden wir dann gleich nochmal ausprobieren, wie der Stift wirkt, ja, wie der Stift. Ach, das klebt hier, das Partyzeug. Das kommt schon raus hier. Na, dann machen wir es nochmal rein. So. So, so. Ach, so richtig weiß ich noch nicht. Aber es sind ja AB-Steine. Muss man mal gucken, wie es mit den anderen Steinen sieht. Da muss man sich ja erstmal umstellen. Zumindest ich muss mich umstellen, weil ich ja noch nie, also ganz, ganz wenig mit so einem Papierzeug gearbeitet habe. So. Gut. So. Und dann kommt das Y daneben. Und da gucken wir mal das Y. Y, Y, Y. Welche Nummer das ist? Das ist die 6021. Na schau, mal guck, 6000 hatte ich auch noch nicht solche Farbe. 6021 bedeutet, das ist eine Farbe, die wohl DAC selber kreiert hat. Weil 6000 gibt es ja noch keine DMC-Farbe in dem Sinne. Ich muss bloß mal gucken, ob ich die jetzt finde. Muss ja so ein helles Blau sein. Ja, wird da noch eine Neuerung hier. Na, da geht's ja jetzt los hier. So. Na klasse. Ich habe das jetzt hier so verschoben, dass ihr das gar nicht seht. So, das ist die erste Reihe mit den Steinchen, wo ich nicht so begeistert bin. Ich suche nur mal schnell das helle Blau. So, 6000. Das ist so ein, ja, graublau, sag ich mal. Irre. Wisst ihr, was mir jetzt auch noch aufgefallen ist, jetzt hier beim Painten? Wir haben ja gar kein, ich muss jetzt mal ein anderes Schildchen nehmen. Wir haben auch kein Washi-Tape mehr drin. Washi-Tape und die Pinzette ist weg. So, natürlich nehme ich wieder den Stein, den Stift. Und diesmal hoffe ich doch, dass ihr im Bild seid. Ja, Mensch, hätte da doch was gesagt. Das ist das, was ich gemeint habe. Hier unten, wenn das freier ist, dann liegen die Steine auch super. So, jetzt probieren wir gleich nochmal den Stift aus. Nee. Naja, da muss man ganz schön aufpassen hier. Kriege ich nicht. Kriege ich nicht abgelegt hier. Der liegt auch nicht ordentlich. Ich bin kein... Wartet mal, hier ist noch eine Kuppe drauf. Nee, die muss wahrscheinlich drauf sein. Hier war doch ein Heftchen mit der Erklärung. Vielleicht mache ich auch wieder was völlig Falsches. Applikator heißt das und dann kann ich ganz normal rein.
Ja, wir können jetzt praktisch hier in Sektionen kleben. Ja, ich denke mal, ich muss das erstmal von der Technik her wieder mehr. Ist schon eigenartig. Weil immer noch ein bisschen was rauskommt. Auch hier ist schon der Rand. Hier ist schon der Rand. So, dann weiß ich, dass ich hier nach oben und nach unten gehen kann. Hier ist der Rand von dem rechts. Und dann gucken wir mal hier. Ach, hier ist auch noch. Hier sind auch noch zwei Ypsilonze. Zwei Ypsilonze. Also ich weiß nicht, ob das jetzt für mich so, wie soll ich sagen, so gut ist mit dem Stift. Gibt's doch nicht. Warum verschiebt denn das immer? Da muss ich noch mal einwickeln hier. Ypsilonze. So. Ja, dann muss ich es noch mal machen. Dann muss ich es noch mal machen. Die Tüte habe ich aufgemacht, das ist gar kein Problem. Da kann ich das wieder zurückschütten. Und die sind auch leicht, sage ich mal, aufgeladen. So, dann nehme ich mir eine Tüte. Die Tüte versuche ich zusammen zu. Da habe ich ja dann die Nummer drauf. Und dann kommt das hier rein. Und wenn ich dann später das im Koffer oder irgendwo anders einsortiere, dann habe ich das ja hier schon ordentlich. So, 6021. Ja, dann gucken wir mal hier dieses blaue Zelt mit Eingang. Blaues Zelt mit Eingang. Das ist die 803. Blaues Zelt mit Eingang. Ist ja auch witzig. Ja. Geht immer Schritt für Schritt, dass man wieder was Neues sieht, was hier neu ist. Also definitiv sind die Pinzette nicht mehr mit der. Ach, ich habe sie mit dabei. Und Washi-Tape. Habe ich noch was vergessen? Fällt euch noch irgendwas anderes ein? Das Stickerheft. Ich habe ein Stickerheft. Guckt mal. Ach, ist das schön. So. Also meist nochmal, weil ich wieder verrutscht bin. Aber ich glaube, das stört euch ja nicht. So, jetzt muss ich aber gucken hier. Ja. So, ich nehme also nochmal meinen Stift. Ich muss immer schön draufdrücken, damit der Wachs oder das Teppi sich hier ein bisschen verteilt. Also bei normalen Steine macht es sich bedeutend besser als bei AB-Stellen, aber ich habe ja kein Problem. Ich kann ja mein E-Painter nehmen. Ja, da kommt eben ein Haufen Müll raus hier. Knietscherei hier. Oder es ist zu warm. Muss ich den Stift mal in den Kühlschrank räumen?
Vielleicht hilft das. Ja, es geht auch ziemlich schnell. So, meine Lieben, ich hoffe, dass ihr jetzt auch Lust bekommen habt, mal ein DAC-Bild zu kaufen. Neue Generation. Und ich werde jetzt hier gemütlich weiter painten. Ich möchte gern das Kästchen hier zu Ende painten, weil ja, jetzt ist es einmal auf und nun muss ich es auch ausprobieren. Ich bin begeistert, muss ich ehrlich sagen. Erstmal. Der Stift, naja, gut. Muss ich mich erstmal dran gewöhnen und ich weiß auch noch nicht, wie man das hier nachfüllt. Oder ob man da einfach nur auf das da drauf drücken muss. Muss ich ausprobieren. Ich sage Tschüss. Eure Königin der Nacht. Ciao.